Herzlich willkommen zurück zu Paper Mario Sticker Star. Im letzten Part haben wir vergeblich ein Blatt gesucht, was wir nicht brauchten, denn ich bin verpeilt. Genau das. Wieso komme ich da nicht dran? Fällt hier wieder eine Tür zusammen? Nee. Und sind immer noch im Goomba-Kastell. Warum tue ich das? Das wollte ich nicht. Und schauen, ob wir den Royal-Sticker hier drin finden, den Kersti hier drin gespürt hat. Oh Gott, hier fliegen wieder die Bomben. I see. Und diese... Wie komme ich darüber? Komme ich darüber? Hallo? Kann die Umfall werfen? Müssen die hier gegenlaufen? Komm mal her. Ah, okay. Die müssen dagegen laufen. Ich bin auf einen gesprungen. Oh nein! Da seht ihr, die haben verdammt viele Health. Und, die machen Aua. Deswegen werde ich jetzt den benutzen. Ach, man darf nicht auf die springen. Okay, ich hab's verstanden. Aua. Was soll ich denn dann gegen die machen? Ein Hammer? Jetzt mal den Wurfhammer. Ja, der Hammer macht auf jeden Fall Schaden, aber... Ach, und dann explodieren sie, weil sie sich selbst Schaden machen oder was. Okay, okay. Auf jeden Fall machen die Aua. Oh, es gab einen Bombensticker. Lasst mich doch in Ruhe. Alle. Oh Gott. Ah, er ist sofort explodiert. Aua. Er ist sofort explodiert. Ich will diesen Sticker haben. Aua, Hilfe. Es ist Krieg. Es ist Krieg. Oh Gott. Hilfe. Nein. Oh Mann. Okay. Ich muss einen Panzer, dann brauche ich die nicht anpacken oder sonst was. So, perfekt. Das war stressig. So. Nein. Ach, wenn die dagegen laufen, explodieren die sofort. Das ist sehr angenehm. Warum sich hier jetzt die Kamera gedreht hat, keine Ahnung. Aber okay. Nur damit man wahrscheinlich den Hintergrund sieht, dass sich da alles bewegt. So, kommt man da durch? Nö. Oh. Moment mal. Den Sticker kann ich abziehen. Das ist auch neu. So, und den kann ich dann nämlich neu draufkleben wieder. Ich hoffe, Kersti... Genau, ich hoffe, Kersti erklärt mir das jetzt nicht. Aber den klebe ich jetzt einfach wieder neu da drauf. Und zwar richtig rum. So. Perfekt. Und jetzt können wir auch dagegen springen. Das können wir auch machen. Das ist neu, wurde uns noch nicht erklärt. Aber habe ich mir jetzt mal selbst beigebracht. Ich finde diese Wände sehr verdächtig, die keine Tür haben. So, hier kriegen wir noch so einen Pickelhelm-Sticker. Und hier können wir, glaube ich, den Rest ausrollen, der uns den Weg über die Stacheln freilegt. Genau. Perfekt. So, und jetzt können wir hier einfach rüber. Haben uns eine schöne Abkürzung gebaut. Und da können wir auch rüber. Ich möchte erstmal hier hin. Mich einmal heilen. Und einmal speichern. Einfach nur, damit ich meinen Fortschritt sicher habe. Sehr schön. Gut. So, was ist denn da hinten? Da muss ich hin. Hep. Komm, noch mehr. Da steht Luigi. Seht ihr das? Seht ihr da hinten Luigi sitzen? Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Easter Egg sein soll. Aber er sitzt da. Okay, was ist hier? Ist hier irgendwas? Hier ist, glaube ich, nichts, ne? Man hier irgendwie... Oh, das ist halt hier voll. Okay, das ist cool. Was haben wir denn hier? Da steht ein Goomba rum, das sehr gelangweilt aussieht. Komm her. Eigentlich wollte ich ihn überspringen, aber okay. Dann machen wir dich halt kaputt. Ich setze mir einfach den Helm auf und dann machen die sich selbst kaputt. Ganz easy. Nummer 1. Das sieht so schmerzhaft aus und das Geräusch ist auch sehr schmerzhaft. Und der letzte. Sehr schön. Yay. Perfekt. So kann man sich die Gegner auch leicht vom Hals halten. Ist natürlich begrenzt, der Sticker, ne? Also man hat den ja nicht unendlich. So. Außer man hat davon ganz viele gesammelt. Aber irgendwann ist ja doch das Album voll und man sollte auch andere Sticker dabei haben. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht haben will. Schmeiß mal den Sticker weg hier. Den Hammer, den Sprung. Komm her. Da nicht. Den brauche ich dagegen nicht.
Und da drin sieht man so Plattformen. Ich weiß nicht, ob ich da drauf kann. Nö, den möchte ich nicht. Ist bestimmt voll das Secret noch drinne. Oder? Bestimmt nix. Und ich springe einfach runter. So vor so Lulz. Ich glaube, das bringt nichts. Ich achte jetzt mal auf die Mitte, ob ich da irgendwas sehe. Ob ich da irgendwas Nützliches sehe. Da ist ein Sticker. Ja, ein Sprungsticker, aber den für den springe ich doch nicht wieder runter. Ich glaube, der glitzert, aber ich dafür glaube ich... Selbst dafür, glaube ich, würde ich nicht wieder runterspringen. Außer ich brauche den jetzt. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Oh, hi. Die Trompete nehme ich gerne mit. Yay! So, was haben wir denn hier? Da geht's hoch. Das ist der Turm, wo der Goomba stand vorher. Hier ist ein Herz, das ist sehr schön. Hier gibt's nichts. Gut, dann gehen wir mal die Treppe hoch. Kann die Kerze aushauen? Nö. Hüpf, hüpf, hüpf. Treffen wir Luigi jetzt? Wäre voll toll. Ligli, gli, Coca-Cola, Nicolo. Flitzer, Blitzer, Glitz. Was zur Hölle? Glitzer! Okay, der ist ein bisschen besessen vom Glitzer. Gligli, da bist du ja, Mario. Der hat rechtzeitig und dank meiner Origami-Künste zu einem Schmetterling gefaltet und von mir zerquetscht zu werden. Nimm das! Glitze die Blitzer hoch. Was zur Hölle? Das glitzt! Mario, schau nur, der Sticker auf seinem Kopf. Das ist ein Royal-Sticker. Pass bloß auf, dass du... Auf, du plappernder Depp. Das ist mein Sticker. Gib den zurück, sonst kriegst du richtig Ärger. Nicht so laut, du freches, unglitzerndes Klebedings. Bowser hat uns diesen Sticker anvertraut, nicht dir. Und dank der Kraft dieses Glitzerkleinods sind wir aufgeladen, pure Energie. Oh, fuck. Glitzerglotzer, glaubst du es nicht? Diese Sticker sind zu stark für dich. Oh mein Gott. Es wird... Oh, diese Glitzerigkeit. So viel Glitzer, so viel Kraft, die er uns gibt. Die strahlende, prallende Pracht, die er uns verleiht. Ah, okay, wenigstens kriege ich zwei Sticker. Sehr schön. Das ist mal eine Feuerblume. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber... Ich benutze es einfach. Die Musik ist total stylisch. Hm. Einfach mal drauf springen. Boah, der hat 90 HP. KP heißt es ja hier. Also gut, Jungs. Zeit für die Hauptattraktion. Und so einen Mega-Goomba, oh nein. Okay, Gott. Da wusste ich jetzt nicht, wann ich blocken soll. Aber okay. Wir drehen einfach nochmal. Ah, okay, ich krieg wieder einen mehr. Hm. Ich hab hier so eine Bombe. Und ich hab sowas. Perfekt. Aber ich glaube, das tat nicht wirklich weh. Egal, wir setzen uns jetzt die Haube auf, dann kann er uns ruhig auf den Kopf springen. Tut sich dann nämlich schön selber weh. Oh, jetzt faltet er sich zusammen. Das heißt, wir dürfen nicht mehr drauf springen. Okay. Jetzt einfach mal den Grillhammer. Ich hätte drehen sollen. Verdammter Mist. Oh. Jetzt rollt er auch auf uns zu. Gut, er hat ein paar mehr Attacken. Drehen. Ich vergesse mal das Drehen. Das ist mein Problem. Hm, schade. Hm, naja. Was kann man denn da machen am besten? Was macht denn viel Aua? Hm. Vielleicht der? Wo ich nicht hinkriege mit der Combo. Also ich kriege die Combo damit nicht hin. Oh, die Attacke ist mies. Oh Gott. Die hat viel Aua gemacht. Sind das denn mehrere? Lohnt sich da ein Seriensprung? Nee, es ist nur eine. Ich sollte erst drehen. Oh Gott, ich vergesse das immer. Ping, ping, ping. Yay, wenigstens kriege ich wieder einen zweiten Sticker zum Nutzen. Das heißt nämlich, ich kann mich einmal heilen und einmal springen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ich muss den ja irgendwie mal Schaden machen. Yay, yay, yay.
Ach gut, dass ich da jetzt den richtigen Moment rausgefunden habe. Ich glaube, das hätte wehgetan. Drehen. Da gibt es bestimmt auch voll die gute Taktik, immer alle drei zu kriegen. Aber ich hab's nicht raus. Ich bin da voll schlecht drin. Jetzt die Frage, springt er auf mich oder nicht? Friert man den dadurch ein? Das wäre voll praktisch. Nö. Okay, er wäre gesprungen. Schade, hätte ich einen Pickelhaube benutzen können. Und hätte keinen Schaden genommen. Och Mann. Was mache ich eigentlich, wenn ich keine Sticker mehr habe? Kriegt man immer wieder Sticker? Ich weiß es nicht. Nutzen wir den Auerhammer. Hoffentlich macht der Auer. Ja, wenn man die Combo hinkriegt, dann macht der vielleicht Auer. Oh, jetzt habe ich die Combo verkackt. Bin ein bisschen zusammengefaltet worden. So ein Mist. Mist. Ah, okay. Mann, bin so schlecht da drin. Ich glaube, ich hab's raus. Wenn die Sternchen funkeln, muss man drücken, ne? Oh, fuck. Okay, so war das nicht geplant. Shit, ich muss mich heilen. Ich muss mich unbedingt heilen. Ach, Manno. Was ein Scheiß, ey. So ein Kack. Ich verliere gerade voll gegen den, weil ich so schlecht bin. Mist. Aber die Musik ist trotzdem cool. Ach verdammt, jetzt habe ich gerade Hoffnung auf 3 Sticker gehabt. So. Versuchen wir mal die Hammer. Auerhammer. Den Mähhammer. Wieder verkackt. Ich habe nicht auf die Sterne gewartet. Eingeschlafen. Perfekt. Oh, das heilt den aber. Oder was? Oh, wie gemein. Okay. So, versuchen wir es nochmal. Wieder mit dem Mähhammer. Dann kriege ich immer eine Runde frei. Das ist ganz gut. Oh. Okay, sehr gut. So heilt er sich zwar immer wieder einmal. Aber ich, möchte mehr Geld setzen. Langsamer. Das ist doch gemein. Oh, ich bin so schlecht. Ich kann ihn nochmal einschläfern, komm. Eisenstiefel kaum schafft. Ach, jetzt habe ich es verkackt. Aber er schläft trotzdem ein. Schön. Ich krieg den noch irgendwie kaputt. Das dauert halt nur ein bisschen, ne? Ist ja klar. Ich benutze es wieder ganz oft. Ich hab ja die Kohle. Wann kommt die Münze? Da nicht. Ich kann das nicht. Das ist voll mies. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich alle drei treffe. Wenn ich auf schnell spiele. Ich habe den Punkt nicht abgewartet. So ein Scheiß. Ich kann das auch nicht. So, komm. Spring auf mich drauf. Dankeschön. Das war schön. Halt dich zusammen. Ich krieg dich irgendwie noch kaputt. Irgendwie kriege ich... Ach nee, ich darf nicht mehr auf dich drauf springen. So, Auerhammer. Ich hab nicht gewürfelt. Vielleicht sollte ich einfach mal auch mal die Beschreibung der Sticker lesen. Das wäre auch mal eine ganz gute Sache, oder? Das gibt's doch nicht. Ich will ja nur einmal 3 Sticker benutzen. Das wäre voll toll.
Kann man die hier sortieren im Kampf? Das wäre voll praktisch, weil jetzt muss ich hier so oft durchblättern. Kann ihn wieder einschläfern. Mach einfach mal so. Das Springen kann ich am besten timen, das ist schon traurig irgendwie. Yay, 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 yay. Zerknittert, Bewegung möglich. Yes! Sehr gut. Zwar nur eine Runde, aber ist ja egal. Ist doch perfekt. Ich gebe hier Kohle aus ohne Ende. Das ist doch nicht wahr. Warum kriege ich immer den Kackpilz? Okay. Ich habe ihn bald kaputt. Hoffe ich. Nutzen wir den wieder in der Reihenfolge. Dann könnte er wieder zerknittern. Das wäre doch praktisch. Oder nicht. Das wäre voll toll. Ja, schade. Okay. Ich habe nur noch 9 KP. Und er hat aber nur noch 5 Schaden. Also 5 KP. Ja, das meine ich. Ich habe das jetzt nur mit 5 Münzen geschafft, wisst ihr? Das ist voll traurig. So, er ist da ein bisschen kaputt. Ich hoffe, das reicht. Müsste reichen, doch. Gott sei Dank. Liga Glorks, das war nicht nett. Kommt schon, Jungs. Poliert euch gefälligst etwas auf. Geht's jetzt noch weiter? Kommt, meine mega glimmernden Glitzerglänzer, vereint euch noch einmal zu einem mega glimmer flimmer Glitzersticker. Nein, also großer mega strahle Gumba. Ich glaube, ich wäre lieber wieder ein ganz normaler Gumba wie vorher, wenn es dir nichts ausmacht. Ich auch, ehrlich gesagt. Die Kraft dieses Stickers verändert einen Gumba nicht nur den Körper. Was? Verändert einen Gumba nicht nur den Körper, auch den Geist. So haben wir nicht geplant. Sowas von unglitzernd, unstrahlend und ganz allgemein uncool. Dann verzieht euch doch, ihr jämmerlichen Jammerlappen. Wenn das so ist, dann, na gut, dann überstrahle ich euch halt ganz allein. Oh, es geht weiter. Wie mies das jetzt gewesen wäre, wenn ich nur noch eine Hälfte gehabt hätte. Ist das dein Ernst? Na gut. Hey, du hast gewonnen, aber dabei hast du echt ganz schön viele Sticker verbraucht. Meinst du nicht, dass du einen effektiveren Sticker gehabt hättest, den du stattdessen hättest einsetzen können? Egal. Der Ventilator? Bestimmt. Egal, du hast ja trotzdem gewonnen. Für dieses Mal ist alles gut gegangen, aber nächstes Mal sollten wir vielleicht eine andere Strategie ausprobieren. Bestimmt hätte ich den Ventilator benutzen sollen oder so. Glagli, glag! All die wunderbare Glitzerkraft, das war am Ende nur ein klebriger Traum. Und jetzt ist alles weg, mein ganzer Glanz, es hat sich ausgeglitzert. Punk. Dieser Royalsticker, er hat auf den Gumba geklebt und so seine Kraft auf ihn abgestrahlt. Ich frage mich nur, ob er durch Zufall dahin gelangt ist oder ob ihn jemand mit Absicht darauf geklebt hat. Nicht, dass das wirklich wichtig wäre. Du hast ja selbst gesehen, Royalsticker verfügen über ungeahnte Kräfte. Wenn alles wenn also ein anderer von ihnen auf einem anderen Gegner klebt, wird er genauso verglitzert wie dieser hier. Das wäre eine Kleberstrophe. Mir wurde vor Aufregung gerade selbst etwas glitzerig vor Augen. Okay, lass uns den Sticker einsammeln. Aber egal, lass uns erst einmal den Royal-Sticker hier aufs Album kleben. Yay! Royal-Sticker erhalten. Ein Sticker kam einst vom Himmel daher. Da freuten sich einige Gumbas gar sehr. 16 flache Sticker kämpften als einer. Dann spalteten sie sich und übrig blieb keiner. Eine neue Seite wurde hinzugefügt. Schön, mehr Sticker. Oh, Speichervorgang, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön.
Ja, eine Pause werde ich jetzt einlegen, denn wir haben das Goomba-Kastell geschafft mit zu vielen Stickern. Ich hätte wahrscheinlich irgendeinen Mega-Sticker nehmen sollen, daran habe ich gar nicht gedacht, mir sowas vorher mitzunehmen. Naja, wir sehen uns im nächsten Part von Paper Mario Sticker Star, wenn wir uns mal eine andere Welt vornehmen. Wir haben ja noch 3 weitere Wege, die wir jetzt machen können. Ich glaube, es geht genau in die Wüste als nächstes und dort werden wir auch hingehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.